Okay, Leute, da sind wir Ja, wieder. jetzt kommt Eggie. Jetzt kommt noch schlecht. Ja, ich habe meinen Meluetta dabei, da werdet ihr euch freuen. Auf die Spitznamen. Ich nehme die Pokémon eh nur wegen den Spitznamen. Hä, du hast denn auch einen Meluetta? Ja, also jetzt habe ich das einzige auf dem Feld, weil wir nehmen ja alle die drei anderen Pokémon mit. Ihr werdet euch freuen. Wenn ich es jetzt schon. Ich sehe es schon von meinem geistigen Auge. Yeah. Okay, was nimmt der dann? Der Treugste? Der Treugste Jackleon, so ein dreckiges Vogelflattervieh und Noctumid. Lass mal den Vogelflatterflieh. Flieh! Der Spitzname könnte von mir kommen. Vogelflatterflieh. Okay, Seven und Bispark, Yuitetsu und noch irgendwas mit Galoppa. Digga, wie war das mit den drei anderen Pokémon? Du hast Zapdos schon mitgenommen, du Fischkopf. Ja, aber nichts zeigen können. Ja, und ich hab Dragoran auch nicht zeigen können. Let's Play er hält sich nicht an seine eigenen Regeln. Lasst ihn mal umbringen, Leute. Danke. Danke euch. Oh, Shiny Noctune. Bud Spencer, ist es der echt? Milo Rapper? Miluetta. Nimmst du das eigentlich am Stück auf selber oder wie ist Nee, ich hab immer, das ist besser, weil mein PC kann so riesige Dateien immer nie gut cutten. Cutten sag ich schon, ja schon. What the fuck, seit wann hat, wieso hat das Bedroher? Und warum liegt hier Stroh rum? Ah, ich weiß schon, was ich mache. Ja, nimm mal dieses Melo Rapper raus. Nimm mal das Melo Rapper raus. Sonst geht das auf den Nahkampf und nimmt hier alles auseinander. Hallo. Don Fano. Das ist Beulen, hell. Warte, Don Fano. Ja, wie sie jetzt alle sich auf mich. Schau sie dir an. Ja. Live up Noctu. Ja, natürlich. Schau sie dir an. Ja, Leute, greif ihn an. Was ist das für ein Kraftpoloss, Mann? Warte, der Eissplitter. Jetzt reicht der Eissplitter. Alter. Oh, Leute, wir müssen das Fluchding wegkriegen. Bismarck, du kannst doch gut brüllen. Mach einen Wuff. Mach Bell, Mann. Mach einen Wuff. Mach einen Wuff. Mach einen Wuff. Wuff. Okay, ich weiß jetzt schon, was ich mache. Es ist für die Kinder da draußen. Wir müssen dieses... Schon wieder mich fokussen, ne? Ey, Jungs, ihr müsst das Fluchding rausnehmen. Macht jetzt keinen Scheiß. Mit dem Spuckball kannst du den guten Schaden machen, ob du. Der flucht sich sonst hier hoch. Er flucht. Ja, Warte, stellt euch vor. Mit 40% der KP, ja, genau. Warte, stellt euch vor, wie er flucht. Warte, er flucht sich so hoch. Scheiße. Arschloch. Und ja, versteht ihr? Lustig, oder? Nö. Er geht sicher auf mich. Schau ihn dir an! Was machst du denn? Schau, ich greife dich mal an. Wie er erdbebt, ey. Erdbebt. Er macht auch Erdbeben. Oh. Wie er. Boah, einfach. Was ist los? Los, Don Fano, was denkst du? Ah, seht ihr? Ihr seid Nazis. Ihr lasst Don Fano nicht. Ihr seid Nazis. Was? Los. So was machen Random Nazi, Entschuldigung. Random Nazi, Entschuldigung. Oh, schon wieder hat mich so einer random als Nazi beschuldigt. Das geht nicht. Melo Rapper, vernichte die Unsinn. Warte. Los, Melo Rapper, vernichte die Loser. Hört auf, Melo Rapper anzugreifen. Wir haben Stalus. Wir haben in Form von Stalus viel größere Probleme. Ja, genau. Stalus, Alter. Was macht die Stalus? Warte. Wenn sie einschlafen, war der Rap so schlecht, dass sie einschlafen. Haut da raus, Alter. Oh, ja! 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 Das nächste Ziel wird Noctu sein, Freunde. Da könnt ihr euch sicher sein. Jetzt verpiss dich, Mann. Einmal raus, bitte. Alter, das ist ja gar nicht. Das ist ein Crit. Was hat denn das für Stalus für Stats, Alter? Ey, warte mal, wem gehört dieses Stalus? Das ist der Stalus von Luki. Ey, Luca Sauermann, trainier mal deinen Stalus. Luca Sauermann! Was ist mit dir? Digga. Der arme Kerl. Er nimmt sich so zwei Stunden Zeit, so ein scheiß shiny Stalus so züchtet und du so trainier deinen Stalus. Lass dich hier nie mehr blicken auf meinen Kanal. Warte. Glucks und Coca. Hey. Ghetto und Host aus Ostergruppe. Ja! Ich bin der Mac, der dich zum Krüppel boxt. Ich bin deine Mama. Nicht auf mich. Lass Kinder aus dem Spiel. Ich fick deine Mama und
Du streitest dich mit deiner Schwester um die beste Sicht am Schlüssel. Oh, warum ging das irgendwie so? Ja, mich wieder wegcritten, ne? Alter. Das Ding ist so tot, da kannst du dir sicher sein. Los, mit du Rapper. Halt dich mal ein bisschen hoch mit deinem... Warte, wisst was das sind? Das sind Respect Points, die so Ring erarbeitet hat. Sein Flow. Ja, Milo Rapper. Du bist ein guter Milo Rapper. Versteht ihr? Noctu schläft einfach. Ja, scheiß Eule. Du scheiß Eule. Ja, jetzt kommt ein Flammenblitz. Jetzt ist vorbei. Lass mich in Ruhe. Das wird Milo Rapper rausnehmen. Scheiß Nazis. Flammenblitz, Nahkampf, confirmed. Werden wir Rapper nicht töten? Ach, scheiße. Ausstoß! Och, Ausstoß. Sprung! Oh. Was? Warte, bitte! Verstehst, kommt es! Jetzt kommt es mit den Rainbow! Mit den Rainbow! Einer hat eine ganz neue Bedeutung! Ey, wie er easy dem Erdbeben entkommt, ey. Läuft. Das Noctu schläft eh noch 30 Runden. Ich kann nichts machen. Und Glocks und Coca. Ja, aber Noctu wird auch nicht von Erdbeben getroffen, ne? Noctu ist nicht am auf Ballen. Mich! Nicht auf mich! Natürlich auf mich! Ausstoß! Alter, halt mal auf! Nein, das hast du verdient! LOL! Ich hätte euch alle outspeedet und gerackt! Oh, Digga. Jetzt macht er 100 pro Erdbeben, schaut ihn euch an. Das wird ekelhaft, Alter. Schaut euch sein Erdbeben, seht ihr. Noctu überlebt jede Runde. Alter, trägt es nicht mehr. Doch, überlebt das. Hier bei Lockheide. Schaut euch mal die Lage, das ist ein Stab-Erdbeben auf plus 1, Alter. Was ist mit diesem Stalos los? Was ist denn mit Stalos los? Wer ist dieser Stalos, von dem ihr da alle redet? Verdammt, Sefi hat noch 3 Pokémon, den müssen wir aufhalten. Ja, Droix auch. Jetzt ist es drunter, der schläft doch eh noch 20 Runden. Ich kann eh nichts machen. Geil, ich habe einen Stalos, was nicht mal einen Ausstoß auf minus 1 töten kann. Digga, das hat eine 180er Verteidigungsbase, das kannst du nicht töten, so leicht. Digga, ich bin plus 1 Stab, du bist minus 1. Ja, das ist trotzdem 180. Dev und Stalos hat keinen krassen Angriff. Los, no, Verreckerloppe, das war für den Para. Du wirst nie wieder unschuld. Warte mal, jetzt kommt so ein dreckiger Erdbeben wieder und Noctu schläft. Darauf wird's hinauslaufen. Nein. Ich rette dich selber. Los. Ja, ich nehme dich, Droix. Eiskalt. Jetzt, chill. Jetzt kommt ein plus 2 Eissplitter auf dich, Droix. Niemals. Er hat Ausstoß gerettet. Er hat Ausstoß gerettet. Ich kann dir das nicht an. Wobei, kann ich. Nein, Spaß. Alter. Nein. Ausstoß? Nein. Ausstoß, mach keinen Scheiß. Ausstoß. Setz uns jetzt hier. Wir sind in einer Drucksituation. Druck. Ich wette, 50% der Aufnahmen sind einfach übersteuert. Jetzt Ausstoß. Okay, wen töte ich jetzt noch? Drucks macht keinen Scheiß. Wir werden die wegkriegen. Okay, ich habe keinen Scheiß. Ich hab vor dem Nachtara Angst. Das Nachtara, das. Warte, das müssen wir wegkriegen. Haut das Nachtara weg. Ja, ich habe noch meinen letzten Eissplitter drauf, das wird schon gehen. Wieso sind alle so leise? Ach, scheiße. Ey, verpisst euch alle, Alter. Puh, Glück gehabt. Drillpack? Jawohl, jetzt kommt der schon wieder. Fick dich. Er zwingt uns, das nennt man sexuelle Nötigung. Ich gehe jetzt nicht auf... Hä, du gehst mit einer Resistant-Attacke auf mich? Ja, das predicted. Nein, obwohl ich kein Threat für dich bin. Ich hab Angst vor dir. Ach, wisst ihr was? Ich greif Seven an. Der ist voll der Bastard, der fokust mich voll die ganze Zeit. Wisst ihr, ich hätte gerade ein Eissperr-Sting gemacht. Also richtig. So, das war's von Bud Spencer. Jetzt ist vorbei, Alter. Jetzt gibt's eine Bud Spencer-Schelle von Middle Rapper. Na los? Jetzt vorbei, Alter! Melo Rapper! Auch Tote gehen irgendwann in den Sarg. Verlass mich nicht, mein Schatz.
So, und jetzt kommt bestimmt ein Spukball. Das wäre geil. Das wäre richtig sexy, Mann. Nee, jetzt so ein Item, damit extra die Geisterattacken abgeschwächt werden. Die Bäre, das ist hier. Boah, schau. Jawohl, das hast du verdient. Ah. Los, los, knock two. Knock two. Genau, knock two. Alter! Es tankt es! Haut er einen Stromstoß raus, ey. Das wird schon, schlecht. Du Hündchen, das war ein Fehler. Jetzt kommt der Kraftkoloss von knock two. Kraftkoloss. Tötet den scheiß Hund! Der hat mich getötet. Wir müssen zusammen. Oder nach Tara darfst du auch nicht boosten. Badaboo! Schauen Sie sich an, wie sie gegen uns arbeiten. Die fokussen uns voll. Was ist denn fokussen, Alter? Droix, warte, 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 warte! Ja! Ich will, dass Droix diesen Kampf gewinnt. Ihr habt den Rapper unsanft behandelt. Ihr habt seine Rap-Skills nicht anerkannt und wolltet ihnen keinen Vertrag geben. Das geht nicht. Vertrag, Alter. Syrin! Syrin! Nee, Syrin ist ein Zuschauer. Ja, ohne Scheiß. Der arme Kerl. Nein, Spaß. Nee, keine Ahnung, ich kenne den nicht. Syrin ist ein Zuschauer von mir. Also. Jeden. What? Alter. Schade. Ja, easy. Easy. Nein, Leute, ihr habt ein Problem. Immer diese Nazi-Pokémon. Ich hab gedacht, der geht für einen Tiefschlag. Syrin. Glock zum Koko. Ja, Leute. Wie das aussieht mit seiner Zunge kommt ein Faustschlag. Wie das aussieht. Also, Scheiße. John. Mit 2, komm schon. Alter, das macht gar nichts. Jawohl. Wie bist du? Greif doch das nach Tara an, Alter. Wie doof bist du denn? Tschüss, Hündchen. Boom. LOL. Leg dich nicht mit Syrin an, ey. Syrin wird euch alle vernichten. Mann. Syrin wird euer Untergang sein. Oh Mann. Die Frage ist nur. Okay. Alter, wenn Syrin erstmal anfängt, die Pumpkin-Schellen zu verteilen. Seht ihr seine Zunge? Ah, Alter! Jawoll! Das war's waschig. Schon nach Tara. Syrin! Syrin! Was ist eigentlich dein letztes Pokémon? Hariyama? Dieses Scheißviech. Das sagt der, der nach Tara dabei hat. Egal. Vielleicht prediktet Syrin jetzt auch den Auswitch oder Ausstoß. Ausstoß. Schauen wir mal, was er tut. What are you doing, Carsten? Carsten! Was willst du tun? Tja, schaut euch Syrin an. Syrin. Was machst du denn? Meine Güte, als erster übelster Competitive-Kampf. Ja, ist es auch. Du hast keine Ahnung, was ja, hinter den Kulissen sich abspielt. Siehst du, der resistet das einfach. Das Syrin an. Guck dir diesen Syrin an. Du kannst Syrin nicht aufhalten. Alter, Syrin ist das neue Syrin. Es ist das neue Greninja, Alter. Das ist ein Huren-Syrin, Alter. Wer ist Syrin eigentlich? Dieser Typ. Ach, das tankt auch Syrin locker, Alter. Syrin, das Kekleon, Alter. Du musst aufpassen, dass jetzt nicht die Flugattacke dich selber richtig trifft, wenn da eine drauf hat. Deswegen pass auf, dass du deinen Typen gescheit änderst. Und als danach. Maul, Alter. Das sagt der mich gekillt hat. Mit Erdbeben. Oh, ey, du hast mich angegriffen, ne? Mit hab deinem ich nie? Eisabnagel, du Bastard, Mann, als Maul. Ja und? Ich wurde gekillt von diesem lästigen Hund. Du hast mich trotzdem angegriffen. Ja und? Du bist doch die größte Fred auf dem Weg gewesen. Alter, wie er easy den Schattenstoß hat. Ja, das ist doch easy. Syrin. Er hat tatsächlich den Borschabe, aber ich wusste es. Denken wir mal. Nein, Syrin, nein! Ja, halt. Egal. Der letzte Stoß. Der letzte Stoß. Syrin Crit. Ja, er hat noch ein Pokémon. Ja, ich weiß, aber Syrin stirbt jetzt. Ja, los, und? Miss. Er hat trotzdem noch ein Pokémon. Er war ein guter Mensch.
Und du hast den Ort. Das ist diese. Nee, hab ich nicht. Ich werde da extra so einen Sad Violin-Move reinhauen, wenn Sören stirbt. Sören, wie sollen wir ohne dich weiterleben? Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Orkan sollte dich easy wegsnacken, Alter. Nee, wobei es ist resistet. Und er boostet sich einfach, nur um sie reinzudrücken. Oh, ich bin zuerst! Oh. Ja, wer hat Slash? Er hat doch Slash, das ist doch klar. Ah, du Bastard. Der jetzt im Schlaf, Bruder, kommt, Alter. Nein! Ich klatsch dich jetzt so weg. Und jetzt kommt Roost, damit er den Flugtypen verliert. Mach keinen Scheiß, nein, wobei er hat Flugattacken. Mach keinen Scheiß, Madbo Fake. Ja, boom. Du Ekelhafter. Schaut euch diesen ekelhaften Typen an, Alter, mit Invigilon, ey. Alter, wir haben diese scheiß dreckigen Bissbugs weggekriegt, das haben wir gut gemacht. Fucking Hühnchen. Ja, seht ihr, fuck, Bayern fucks back. Okay, ey, ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier noch nie einen Freefall gewonnen hat, ey. Schäm dich. Ja, nimm Sören mit. Ohne Sören wird das nicht. Okay, Sören, Leute, ist alles deine Schuld. Wenn du das siehst, alles deine Schuld. Mann. Danke, ja. Sören. Ja, und dieser komische Typ mit seinem Stahllos. Okay, Leute, ihr fühlt euch auf jeden Fall gegrüßt. Schaut bei Troix und Seven vorbei. Seven hat keinen YouTube-Kanal, aber der hat da bestimmt irgendwie einen. Und ja, Leute, man sieht sich. Tschüss.